Die Betroffenheit innerhalb Europas ist umso größer, handelt es sich bei der Ukraine doch um unseren Nachbarn und um ein europäisches Land. Das Ausmaß an Bestürzung, Betroffenheit und die Unterstützung der Geflohenen hätte ich mir bei anderen Kriegen, wie zum Beispiel in Afghanistan und in Syrien, gewünscht. Dieser Krieg wird sich durch die wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber Russland, wie auch immer sie sich gestalten und gestalten werden, auch auf uns direkt, auf unser Leben und unseren Wohlstand auswirken. Die Auswirkungen der Sanktionen werden sowohl in Russland als auch bei uns in Deutschland und in der restlichen Welt die Ärmeren weitaus härter treffen als die Wohlhabenden und Reichen. Trotzdem appelliere ich an Sie und alle, weiterhin solidarisch mit der Ukraine zusammenzustehen, alle Flüchtenden zu unterstützen und sich für einen dauerhaften Frieden einzusetzen. Gegen das Schweigen und Vergessen. Ich möchte mit Ihnen zusammen heute am Karfreitag auch aller Opfer derzeitiger Kriege gedenken. Ukraine, Kriegsbeginn 2014 in der Ostukraine. Im Februar Invasion von Russland und in die gesamte Ukraine. Geschätzte Todeszahlen weit mehr als 7000 Zivilisten und ca. 30.000 Soldaten auf beiden Seiten. Afghanistan, seit 2001 Krieg, 1,5 bis 2 Millionen Tote. Syrien, seit 2011 Bürgerkrieg, seit 2014 Krieg gegen den Islamischen Staat, mit insgesamt 600.000 Todesopfern. Irak, seit 2011 Aufstand nach US-Rückzug und ab 2014 Krieg gegen den Islamischen Staat. Über 1 Million Todesopfer. Jemen, der Houthi-Konflikt seit 2004, Militärintervention ab 2015 mit 120.000 Toten. Mexiko, Drogenkriege sind auch Kriege. Seit 2006, 73.000 Menschen wurden vermisst, über 350.000 Morde. Myanmar, interne Konflikte seit 1948, bis 210.000 Tote. Aktuell Krieg gegen die Rohingya. Und der immer wieder aufschwellende Nahostkonflikt mit schwer zu ermittelnden Opferzahlen. Wir gedenken allen unzähligen Opfern aus den Kriegen und Konflikten in Äthiopien, Armenien, Aserbaidschan, der Demokratischen Republik Kongo, Mali, Nigeria und Philippinen. Ich habe nicht alle derzeitigen Kriege und gewaltsamen Konflikte aufgeführt, dafür sind es zu viele. Die Anzahl der Opfer wird von beiden Kriegsparteien unterschiedlich angegeben, doch jedes Kriegsopfer ist eines zu viel. Leider werden als Opfer von Kriegen oft nur die Toten gezählt. Lasst uns auch die Verletzten, die Verstümmelten, die Traumatisierten, die Kinder, die zurückgebliebenen Angehörigen und die Geflohenen nicht vergessen. Und auch die Auswirkungen von Kriegen, die Zerstörung der Umwelt, unserer Lebensgrundlage mit ihren Pflanzen und Tieren. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen allen Frieden. Mir, Shalom, Salam, Spokoi, Taika, Mirs, Sylt, Paco, Peace.